meine Zimmertür aufgeht und wie ein ängstliches Kind schaue ich unter der Bettdecke hervor. Irgendetwas sieht meine toten Eltern in den Raum. Es hat keine Haare und keine Augen und keine Kleidung. Es legt meine Eltern an das Rand des Bettes und dreht sie so, dass sie mich ansehen. Es reibt seine Hände an die Wand und schreibt etwas mit Blut. Dann beugt es sich runter und krabbelt unter mein Bett. Ich liege hier nun seit Stunden. Es ist ganz früh am Morgen und es riecht nach Blut. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, wie ich hier rauskomme. Ich könnte zur Tür und dann nach draußen laufen. Hilfe schreien und hoffentlich hören mich dann irgendwelche Nachbarn. Das Schlimmste ist, dass meine Augen sich jetzt an die Dunkelheit gewöhnt haben. Ich kann jetzt das Blut an den Wänden erkennen. Ich traue mich nicht, mich zu bewegen. Aber ich will wissen, was an der Wand steht. Also drehe ich ganz langsam.